Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich, und willkommen zum nächsten Best-of-Video, oder zum ersten Best-of-Video, um genauer zu sagen, und zwar die Fashion-Jahresfavoriten. Ich glaube, das haben wir letztes oder vorletztes Jahr das erste Mal gemacht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es immer ein sehr beliebtes Format, auch für mich selbst, muss ich immer gestehen, sage ich auch in dem Beauty-Favoriten-Video, wenn man selber nochmal so in sich kehrt und sich überlegt so, was hast du denn wirklich oft und wirklich, wirklich oft getragen und worin hast du dich immer 1A richtig volle Möhre geil gefühlt, sodass es halt rundum passt, ja? Und die Sachen habe ich heute rausgepickt. Und ihr seht, die Kleiderstange ist proppenvoll. Ich habe mir gedacht, ich sortiere das oder versuche es zumindest gedanklich irgendwie für Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter zu sortieren. Natürlich sind jetzt im Winter auch Dinge dabei, die noch relativ neu erst sind. Aber ich kenne mich und mein persönliches Beuteschema in Sachen Fashion inzwischen relativ gut und weiß, was davon jetzt auf jeden Fall schon dauerhaft meine Favoriten sind. Und würde sagen, lehnt euch zurück. Ich glaube, das wird ein bisschen längeres Video, weil die ganzen Sachen muss ich ja auch euch erstmal alle zeigen und darüber reden und überhaupt. Also legen wir direkt los und gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und vielleicht ja, können wir das ja irgendwie so nach jedem Quartal, also nach jeder Jahreszeit, so als festes Format einfügen. Also wäre das interessant, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Und jetzt starten wir aber natürlich erstmal mit dem Frühjahr. Und das Frühjahr war bei mir auf jeden Fall beherrscht von einer Farbe und das war Gelb. Weil Gelb war in diesem Jahr die Farbe des Jahres, nämlich genauer gesagt der Farbton Illuminating. Erinnert sich noch irgendwer daran? Also ab dem Spätsommer war von Gelb eigentlich nicht mehr so viel zu sehen und dann kommen ja schon die nächsten Trends und ach, keine Ahnung. Und ich war wirklich ein richtiger Fan von Gelb, aber das hat sich irgendwie witzigerweise relativ schnell gelegt, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass ich die Teile, die ich euch jetzt zeige, auch trotzdem im nächsten Jahr noch weitertragen werde. Und da starten wir mal direkt mit so einem süßen Kleidchen. Ich glaube, das ist zwar erst im späteren Frühjahr oder vielleicht sogar schon Beginn Sommer erst bei mir eingezogen. Aber das hier habe ich wahnsinnig gerne getragen. Ne? Es ist so ein ganz klassisches Leinenkleidchen, 100% Leinen, meine ich, ist das von Good Threads. Und ich finde, der Schnitt ist halt einfach ein Träumchen. Ne? Es hat auch Taschen. Ihr wisst ja, meine Obsession für Taschen in Klamotten und insbesondere in Kleidern. Übrigens, es ist 90% Kleider, was ihr hier sehen werdet. Ne? Weil ich lebe in Kleidern oder in Oversized Pullis und Shirts. Ja, das ist mein Leben. So, haben wir das schon mal vorweg geklärt. Ah ja, und Schlabber werdet ihr hier natürlich auch ganz viel sehen, weil ich bin tatsächlich so ein bisschen in mich gekehrt und habe mir überlegt, was trage ich denn so wirklich in meinem Alltag, ne? Ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht, nämlich so, wie ich wirklich rumlaufe. Kann ich euch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Weil natürlich probiere ich hier für die Kamera und für die ganzen Fashion-Videos auch Looks aus, die ich jetzt so in meinem Alltag am PC, wo ich ja meistens rumgammel, natürlich so nicht tragen würde. Aber nicht, dass die Outfits nicht 100% ich sind, ne? Um das nochmal hier am Rande zu bemerken, bevor irgendjemand anfängt zu meckern, das wäre alles fake. Auf jeden Fall habe ich auch relativ Anfang des Jahres diese Dinger hier für mich entdeckt. Die sind ebenfalls von Good Threads und das ist, glaube ich, 100% Baumwolle. Und das sind halt so Oversized-Dinger mit so sehr weiten Ärmeln und die sind halt einfach nur geil. Also die sehen aus wie Schlafanzug-Oberteile, ja. Ist mir aber vollkommen Latte, weil es ist saubequem. Da ziehe ich einfach nur eine Leggings drunter und bin halt ready, ne? Für einen Spaziergang, für einen Schreibtischtag, was auch immer. Und da kommen wir dann auch schon relativ zügig zu einer meiner absoluten Lieblingskombis im Frühjahr genauso, aber auch schon langsam wie im Sommer. Zum einen dieser Cardigan hier. Ich befürchte und glaube, der ist mittlerweile ausverkauft und nicht mehr erhältlich. Ich guck mal, ob ich ihn nochmal finde oder ein ähnliches Modell. Aber dieser Cardigan ist so wunderschön, weil jedes Mal, wenn ich ihn anziehe, denke ich mir einfach nur so, wie schön kann ein Kleidungsstück sein, ja? Und das ist halt auch genau das, ne? Es muss mir halt irgendwie so ein Feeling geben. Und das sind all diese Dinge, die ihr hier heute seht. Und diesen Cardigan habe ich immer wahnsinnig gerne über alles Mögliche drüber geworfen, aber auch unter anderem sehr, sehr gerne auf dieses Kleid, was hier drunter schon hängt. Das seht ihr schon. Das ist halt so ein ganz schlichtes
schlichtes Bodycon-Kleid, ne? Aber auch aus einem wunderschönen gerippten, festen Stoff. Und das liebe ich halt auch so zum Layern, ne? Also gerade halt auch mit Cardigans drüber, aber auch solo im Sommer habe ich das sehr, sehr gern getragen. Wunderschönes Kleid. Ich finde, das macht trotz allem eine Bombenfigur. Und ja, bitte ignorieren wir, dass Sarah tatsächlich nochmal irgendwie ein paar Kilo drauf hatte. Aber Leute, das hier ist die Ansage. Mir reicht's, ja. Ich muss weiterkommen mit meiner Sportroutine. Und übergehend in den Sommer habe ich dann hier noch diesen Look, den ihr jetzt gerade auch schon an mir seht, zur Hälfte. Das ist nämlich dieses Oversized-Shirt, das tatsächlich irgendwann im vorletzten Jahr ihr mir mal mit ausgesucht hattet. Und ich bin so in love mit diesem Ding. Es ist nur ein super schlichtes Oversized-T-Shirt, ja. Es ist nichts Besonderes, aber irgendwie die Passform von dem Ding und auch irgendwie das Muster, der Print, die Farben, das bin einfach 100% ich. Und darunter einfach nur eine Radlerbuchs und ich bin halt ready, wenn es schon langsam wärmer wird, ne? Ich trage das dann am liebsten natürlich auch unter anderem mit meinen Chucks, our favorite Turnschuh in diesem Jahr, muss ich gestehen. Ich habe viele, viele Sneakers und auch viele coole Dinge, aber trotzdem sind irgendwie die Chucks, ne, die sind es, Leute. Die sind es, die passen einfach immer und auf alles. Und ein anderes Favoritenpaar Schuhe sind diese Dinger hier. Die habe ich jetzt auch schon bald, dann im Frühjahr 2 Jahre. Die habe ich bei Zara mal im Sale geschnappt. Das heißt, genau dieses Modell wird es nicht mehr geben. Aber es gibt ein sehr, sehr, sehr ähnliches Modell. Das habe ich euch unten verlinkt. Das verlinke ich immer, wenn ich die hier zeige, weil es die obviously halt schon sehr lange nicht mehr gibt. Und ich liebe diese Treter, ne? Ich liebe die einfach. Die Absatzhöhe ist perfekt, der Schnitt ist perfekt, die Farbe ist geil. Und die sind halt einfach auch nur saubequem. Ich meine, man sieht es halt auch langsam, sie leiden schon ein bisschen, aber es ist mir egal, ne? Also ich muss ja sagen, ich ziehe die Schuhe dann auch gerne an. Und wenn sie halt irgendwann durch sind, sind sie halt durch. Ja, mein Gott, dann finde ich ein anderes Lieblingspaar, ne? Ist ja nicht so, als ob ich nicht ein paar Schuhe im Kleiderschrank hätte. Aber ja, die hier, ganz große Frühjahr- und Sommerliebe. Dann gehen wir mal über so langsam Richtung Sommer und da ist natürlich bei mir sowieso Kleider, 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 ne? Ich liebe einfach Kleider und ich mag halt vor allem sehr schlichte und sorglos Kleider. Ich habe zum Beispiel dieses hier. So ein ähnliches habe ich tatsächlich sogar nochmal in schwarz mit so einem Blumenprint. Lieb ich auch sehr, ist aber exakt der gleiche Schnitt, ne? Also auch da, Sarah hatte Beuteschema. Und das hier war halt leider aus einer The Drop Kollektion. Das hat halt hinten nochmal hier diesen, wie nennt man das? Keine Ahnung. Buntgummi, Zug, Buntgedönse. Ja, aber ich finde das einfach nur mega süß. Mir haben einige Leute unter das Video damals geschrieben, dass mir die Farbe nicht stehen würde. Wisst ihr was? I don't care, weil es ist nämlich wunderschön. Ich finde, es ist schön. Ich mag die Farbe und ich mag vor allem den Schnitt. Und es ist saubequem. Da passt eine Radlerbuchs drunter oder halt meine Snack-Tights und dann ist das für mich einfach ein perfektes Sommerkleidchen. Und was ich im Sommer auch immer besonders geliebt habe, ist dieser Cardigan hier. Auch etwas, was relativ schlicht wirkt auf den ersten Blick, aber den habe ich so oft angehabt, weil der auch wiederum auf alles einfach passt. Der ist von Shein gewesen, glaube ich auch aus dem vorletzten, ja nicht aus diesem Jahr, sondern aus letztem Jahr. Und der ist einfach top. Ich finde den mega geil. Der passt über so viele schöne Sommerkleider. Einfach so drüber ziehen oder auch quasi als Oberteilersatz finde ich den toll. Richtig süßes, schnuffeliges Ding. Und sowas gibt es ja in allen möglichen Ausführungen, auch bei anderen Shops und keine Ahnung. Also ich glaube, so ein kurzärmeliger Cardigan, da könnte ich noch ein, zwei vertragen. Auch ein besonderer Favorite von mir ist immer die Kombination aus Jeansrock und Top. Und natürlich sind hier in diesem Video nicht alle meine Fashion-Favoriten drin, weil das würde einfach den Rahmen sprengen, ja, weil mein Kleiderschrank ist proppevoll und es gibt sehr, sehr, sehr viele Teile, die ich gerne mag, aber ich möchte euch ja auch immer ganz gerne ein bisschen Abwechslung und Inspiration zeigen. Es bringt ja auch nichts, wenn ich euch immer jedes Jahr noch zusätzlich die gleichen Teile zeige. Ne? Die Sachen vom letzten Jahr heißt nicht, dass ich die nicht immer noch gern getragen habe, aber hinzugekommen sind diese Seidentops von Lily Silk. Ich habe jetzt inzwischen schon 3 verschiedene und das hier habe ich halt im Sommer wahnsinnig gern getragen, allein aufgrund der Farbe, weil ich die halt wunderschön finde, ne? Also da bin ich halt so richtig Mädchen geworden, so manchmal, ne? Das sind diese rosa, altrosa Töne, ne? Das mag ich schon gerne, aber auch gerne, wenn es dann knalliger wird. Also ich muss sagen, ich liebe den Look total, finde das halt auch mega schön und luftig und angenehm, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde halt gemeinsam
und vor allem mit Denim, also mit einem Jeansrock, sieht halt so Seide einfach nur bombenmäßig aus, ja. Also, ich liebe den Look total. Da gab es dann zum Beispiel auch noch diese süßen Treter, die ihr jetzt auf dem Outfit gesehen habt, die ich auch sehr, sehr, sehr gerne anhatte. Das ist im Prinzip so ein bisschen so, ein Dupe zu diesen... Sind das Jacques Muse wird da, glaube ich, ausgesprochen, Schuhe, die dieses Jahr so gehypt wurden. Und ich bin nicht auf dem Level, dass ich mir so Designerschuhe kaufe, ne? Deswegen suche ich mir immer günstige Alternativen, die den Look quasi nachempfinden. Und hatte diese hier bei The Drop gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob es die noch gibt. Falls ja, sind sie unten verlinkt. Die gab es auch in schwarz. Ich war wirklich kurzerhand am Überlegen, ob ich mir die noch in einer anderen Farbe kaufe. Aber halt so dieses Braun ist toll. Also Braun war irgendwie witzigerweise tatsächlich auch meine Farbe dieses Jahr. Gerade jetzt im Herbst, Winter habe ich Braun sehr gefühlt, aber da kommen wir natürlich jetzt noch zu. Aber vorher muss ich euch natürlich meine Lieblingsjacke auf jeden Fall in diesem Jahr zeigen. Und ihr wisst ja, ich liebe einfach eine gute Jeansjacke, weil das einfach auf alles geht und eine Jeansjacke einfach ein absolutes Must-Have ist. Und ich habe mir in diesem Jahr die Tucker Jacket von Levi's gegönnt und muss halt sagen, I'm a fan, ja. Also ich habe jetzt natürlich auch viele andere tolle Jeansjacken, die auch alle gut sind, um Gottes Willen. Aber es gibt halt so manche Fashion Pieces, so manche Teile, die haben halt so einen Kultstatus, dass man irgendwie trotzdem froh ist, wenn man sie in seiner Garderobe hat. Also kann man das nachvollziehen? Ist es irgendwie blöd oder ist es... Es ist wie mit den Chucks. Das ist einfach so. Man muss Chucks haben. Also ganz ehrlich, wer von euch hat keine Chucks oder keine Levi's Jeansjacke? Gut, Levi's Jeansjacke vielleicht, weil es halt schon ein bisschen hochpreisiger ist, aber andererseits, die trägt man halt, ich glaube, fast sein ganzes Leben, ne? Jetzt gehen wir mal über so ein bisschen in den Herbst und ich weiß gar nicht, ob euch dieses Kleid schon so richtig einmal untergekommen ist, weil ich gar nicht mehr weiß. Ich glaube, in irgendeinem der Styling-Videos war es drin, aber nicht explizit in irgendeinem Haul. Aber es ist so ganz klammheimlich mein persönlicher Zuhause-Favorit geworden und das ist dieses Ding hier. Das ist nämlich so ein... Es ist eigentlich so ein Pullover-Kleid-Ding, ja. Eigentlich so ein oversized Sweater mit Kragen. Hoodie. Hoodie war das Wort, was ich gesucht habe. Nur Hoodie-Kleid halt, ne? Traum, ne? Wieder so eine Puderfarbe. Irgendwie waren das so meine Farben dieses Jahr. Natürlich mit Taschen. Länge absolut perfekt. Und halt zusätzlich noch dieser Hoodie-Look, den ich halt einfach mega lässig finde. Ich finde das richtig, richtig geil. Besonders geliebt habe ich das immer in Kombination mit meinen Doc Martens, die ihr jetzt hier auch seht. Und natürlich sind die Doc Martens, seit ich sie besitze, einer meiner absoluten Favoritenschuhe. Also auch da, egal was ich anhand, ne? Und wenn es schnell gehen muss, raus zum Einkaufen, Arzt, whatever, los, Doc Martens drauf und es sieht jod aus, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin super glücklich, dass ich die wieder besitze. Ich hatte die schon mal als Teenie, dann waren die ja ganz, ganz viele Jahre verschwunden. Aber inzwischen sind sie wieder da und ich finde es richtig geil, weil ich mag den Style einfach davon. Und mit so einem Kleid sieht halt einfach ultra lässig aus, ja. Mal ganz ehrlich. Mein perfekter Alltagslook. Könnte ich auch drin begraben werden. In Sachen Hosen hat sich in diesem Jahr ein neuer Favorit herauskristallisiert, obwohl ich die eigentlich schon seit letztem Jahr besitze. Aber irgendwie hat die mich besonders oft gecatcht in diesem Jahr. Und zwar ist es diese Skinny Jeans hier von Shego. Die hat halt so diesen Biker-Look, ne? Durch diese Nähte und keine Ahnung, wie die halt gemacht ist, ne? Ihr wisst, ich bin immer so eine Nulpe im Beschreiben von diesen ganzen Materialien und ich kenne mich ja nicht aus, bin ja keine näherfahrene Tante hier. Auf jeden Fall ist die irgendwie witzigerweise echt ein richtiger Dauerbrenner bei mir gewesen, habe ich sehr oft und sehr gerne getragen, vor allem im Alltag. Selbstverständlich habe ich auch immer noch meine Mom-Jeans heiß und innig gerne getragen in diesem Jahr, aber wie gesagt, ich will euch ja nicht jedes Jahr das Gleiche zeigen, sondern auch andere Favoriten mal. Und da hat sich dann auch unter anderem noch ein Pulli rauskristallisiert, wo ich gedacht hätte so, ja, ist halt so Basic-Ding, ist ein bisschen langweilig und so, aber der ist halt irgendwie geil. Und ich ärgere mich so dermaßen jetzt, dass ich mir den nicht direkt noch in den anderen Farben bestellt habe, weil es gab den insgesamt, glaube ich, in 3 Farben und ich hätte ihn echt wahnsinnig gerne in allen 3 Farben gehabt, weil, habe ich schon das öfter in meinen Videos gesagt, wenn ihr ein Lieblingsteil habt, das ihr so richtig feiert, kauft es euch noch in einer anderen Farbe oder als Backup, weil irgendwann sind die Dinger ausverkauft und ihr denkt euch dann, wenn das Teil kaputt gegangen ist oder nicht mehr ist oder was auch immer, toll,
Super, hätte ich mal, ne? So, das ist das mit diesem Pulli. Den trage ich halt auch rauf und runter im Alltag. Ich finde ihn halt besonders schön, zum einen halt, weil er super weich und bequem ist. Ich mag halt diese Ripped-Optik, da stehe ich halt abgöttisch drauf, ja, fällt überhaupt nicht auf in diesem Video. Und der hat halt so schöne, weite Ballonärmel, ne? So diese, ne, Glockenärmel heißt es doch. Die sind halt ultra weit. Ist sau unpraktisch in der Küche. Und ich denke mir auch jedes Mal so, wenn ich am Spülbecken stehe und irgendwas machen muss, boah, was nerven mich diese Ärmel. Aber der Pulli ist halt so geil, ne? Der hat halt hinten noch so einen Schlitz und ich habe den halt in diesem Beige und ich hätte es geliebt, wenn ich den nochmal gekriegt hätte. Aber als ich mich entschieden hatte, ihn nochmal zu kaufen in anderen Farben, war er halt schon restlos ausverkauft. Ich habe ihn nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Vielleicht besteht ja die unwahrscheinliche Hoffnung, dass der nochmal reinkommt. Ich beobachte es auf jeden Fall regelmäßig. Er ist immer noch auf meiner Wunschliste. Aber naja, egal. The Drop, wenn ihr das lest. Ja, bitte. Mal Restock von diesem Pulli hier. Der ist der Traum. Dann habe ich hier noch einen anderen Favoriten-Cardigan. Mir fällt so ein bisschen auf, dass ich so echt so diesem Sporty-Look so ein bisschen verfallen bin dieses Jahr. Mag das zweite Jahr Pandemie sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es dieser Cardigan hier, ebenfalls wieder von Good Threads. Und es ist so ein bisschen längerer Cardigan, hat auch wieder hier eine Kapuze, ne? Super weich, super, super weich. Wunderschöne Farbe, Taschen selbstverständlich. Ein Traumteil, ein absolutes Traumteil. Und ich habe jetzt hier nochmal auch eine meiner Lieblings-Leggings drunter. Und das ist diese hier von Capschi. Die hat mich einfach so gecatcht, als ich die anhatte. Sie rutscht mir leider ein kleines bisschen. Ich musste am Tag mal ein, zweimal hochziehen, weil ich vermute, dass die mir ein Tacken zu groß ist am Bauch, weil dann da rutschen die Dinger meistens, ne? Aber die ist so schön. Die ist so schön geschnitten. Der Stoff ist richtig dick und angenehm. Und das Muster und die Farbe ist halt einfach nur ein Traum. Ne? Das bin halt auch wieder ich. Ihr wisst Bescheid. Und dann da halt einfach nur so ein schlichtes Shirt und halt so ein Cardigan drüber. Und für mich ist das halt ein Look. Ne? Also, wenn ich so zu Hause bin, viel, das ist mein Go-To. Und dann kommen wir jetzt abschließend natürlich noch mehr in den Winter, wobei so Herbst, Winter, das verschwimmt ja irgendwie alles. Und da habe ich tatsächlich dann mal was richtig gemacht und habe mir dieses Kleid direkt zweimal bestellt. Und zwar hatte ich das zuerst in diesem Kastanienbraun, heißt es offiziell. Ich finde, es ist aber eher so ein dunkleres Ocker. Und weil ich das so geil fand, habe ich es mir nochmal in diesem Dunkelrot bestellt, also Burgunderrot. Ist von Daily Ritual, ich habe beides in XL und das Strickkleid. Ja, absoluter Traum. Ich habe zig Strickkleider, die ich feiere. Ich könnte euch jetzt noch 20 Strickkleider in die Kamera halten, die ich liebe. Aber die zwei hier, ne? Saugeil. Saugeil einfach. Die sind nicht zu dick, weil, wie gesagt, drinnen ist es mir meistens zu warm. Draußen, klar, ziehe ich eine Jacke drüber. Aber die Länge ist geil. Der Stoff ist Hammer, leichter Rollkragen, weil so diese dicken Rollkragen mag ich nicht. Hat mir letztens übrigens meine Freundin gesagt, ja, das liegt an deiner Schilddrüse. Das war mir noch nie so bewusst, aber ich glaube, das ist ein Issue für uns Schilddrüsenpatienten. Und so ein leichter Rollkragen ist voll in Ordnung, aber der darf nicht zu eng sitzen. Und der hier ist super angenehm. Und ja, von daher mein Favorite für diesen Winter. Punkt, Ende, aus. Und jetzt kommt noch meine Lieblingswinterjacke, Leute. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle schreiend die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ja, der Steppmantel ist meine Lieblingsjacke geworden. Das ist momentan mein täglicher Begleiter beim Hundespaziergang. Dreimal am Tag. Und dann auch noch zusätzlich beim Einkaufen oder wenn sonst irgendwo hingeht, scheißegal, wenn ich vor die Tür gehe, werfe ich mich momentan in diesen Steppmantel. Es war wirklich 50-50, ne? Viele haben von euch geschrieben unter das Wintertrend-Video, oh Sarah, nee, das Ding, bitte, tu es weg. Aber ganz ehrlich, der ist ultra leicht, der ist sauwarm, er hat eine Kapuze, er hat super viele Taschen, auch Innentaschen und er hat eine angenehme Länge. Es ist halt einfach ein geiler Wintermantel und vor allem, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, ne? Ist halt nicht so empfindlich und sagen wir mal so, der hat halt, ich glaube, der kostet 40 Euro, ja? Wenn der in drei Wintern durch ist, dann tut mir das nicht so weh, wie wenn ich dann halt mit meinen guten Mänteln irgendwie spazieren gehe. Also wenn ich jetzt, ich rede dann wirklich von, wir gehen im Matsch und Wald spazieren, ne? Also sonst normal trage ich natürlich auch andere Jacken und Mäntel, aber dafür finde ich den einfach nur geil. Muss ich gestehen. Ist mir scheißegal, wie ich aussehe beim Hundespaziergang, ja? Ist mir egal. Könnt ihr alle weggucken.
Meine Hübschen, das waren meine Fashion-Favoriten. Ah, ich habe noch was vergessen. Ich wollte euch noch meine Lieblingstasche zeigen. Stopp, das machen wir noch. Und zwar war das diese hier, die Valentino, die ich mir in diesem Jahr gegönnt habe, die auch überhaupt nicht so teuer ist, wie man jetzt vom Namen Valentino her denken würde, ja. Und man sieht ihr auch schon an, dass sie des Öfteren getragen wurde, aber sie sieht noch komplett 1A, also nur halt, dass die Form nicht mehr so steif ist, sag ich mal, wie als ich sie gekauft habe. Aber ich lieb die, ne? Die ist einfach nur geil, diese Handtasche. Man kann die halt so kurz tragen, man kann die Crossbody tragen. Die ist einfach nur super schön. Innen drin gibt es halt unfassbar viele Fächer und Reißverschlüsse, was ich auch mega feiere. Und die ist halt einfach nur ein absoluter Traum. Ich hoffe, die gibt es noch. Falls ja, lasse ich sie euch unten in der Videobeschreibung da. Wie gesagt, ich glaube, die hat 140 Euro gekostet. Und sie sieht aus wie nagelneu. Und ich habe die wirklich geschleppt. Rauf und runter, ne? Könnte Daniel fragen. Also, ich glaube, wenn er eine Tasche kennt, dann die hier. Meine Hübschen, das waren sie jetzt aber. Meine Fashion-Favoriten aus diesem Jahr, aus 2021. Gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch die Favoriten gefallen, was euer persönlicher Favorit ist und ob ihr irgendwas davon tatsächlich nachgekauft habt und es euch gefällt auch. Das würde mich brennend interessieren. Hatten wir lange nicht mehr. Und ich finde das immer sehr, sehr interessant zu lesen von euch, dass wenn ich euch hier Sachen zeige und ihr sie nachkauft, ob sie wirklich auch eure Favoriten sind und ob sie euch genauso gut gefallen wie mir. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann sehen wir uns natürlich morgen zum nächsten Video wieder. Also bis dann, dranbleiben. Bye, bye.